Glurak ist auch kein Drache. Glurak hat keinen Drachentypen. Da seid ihr ja alle. Hast du wieder eine neue Entdeckung gemacht? So ist es. Ich konnte einen neuen Teleportierpunkt so ausfindig machen. Du hast ja sicher schon den großen Berg im Herzen von Bellus bemerkt, oder? Jetzt kriege ich da auch noch einen. Ah, über ja, dem Teil vom Berg, der von Wolken verdeckt wird, habe ich ein Energievorkommen gemessen. Über den Wolken? Also im Himmel? Nein, auf einem Plateau über den Wolken scheint es einen Wald zu geben. Abgefahren. Es ist ein mysteriöser Ort, von dem man... Was? Denn man kann ihn wegen der Wolken selbst von Himmel aus nicht sehen. Das ist sogar noch abgefahren. Immer mit der Ruhe. Schaut euch bitte dort um, sobald ihr soweit seid. Es warten neue Entdeckungen auf uns. Ja dann. Jetzt zu go. Die haben ganz schön viele Gebiete hier. Der sieht aber creepy aus. Noch gar nicht alles bei den anderen. Ja, willst du erst sagen, wir das andere weitermachen? Ich weiß nicht. Wie lange willst du noch machen? Wie lange willst du denn noch machen? Bist du müde? Machen wir das auch noch. Konnte nicht mal die TM fliegen lernen. Glurak konnte das nicht. Sad life. Obwohl? Weiß ich nicht. Es ist aber sehr neblig hier. Oh, jetzt kommen hier creepy Bäume. Oh, Geister. Die Geister. Was ist das? Tengulist. Wird sichtbar. Aha, Kecleon. Haha, Kecleon. Hab's genau gesehen. Was? Oh, Geist. So ein Kecleon? Geist, was? Ja, fotografier den Geist. Was ist das? Ciao. Ja, das ist Ting, das ist ein Kecleon. Da ist der Kecleon. Gute Nacht, Stucknix. Über Kecleons, das ist da oben. Und hier auch. Oh, ich sehe gar nichts mehr. Hallo, ich sehe nichts. Da ist ein Du-Pokémon. Seh so Kids. Knuffel. Dreh dich um. Suddenly sind wir hier in einem... Oh. Pampa. Und Tengulist. Oh. Ah, ich glaube, Tengulist war Kampf, ne? Weiß ich Kampfgeist nicht. Oder so. Bisasam. Bisasam. Kampf. Ach nee, genau. Das, ich denke immer, das ist Geist, aber das ist Kampfpflanze oder so. Geh mal von deinem Nest. Um jeden Preis. Father Snob is like, I don't give a shit. Nimm das! Okay, wir ändern die Location wieder anscheinend. Das ist ein weirder Ort hier. Mhm. Hallo, easy. Wir sind wieder im Wald. Oh, creepy. Guck mal da. Oh. Kronjuwelt. Kronjuwelt. Bob. Ich hab keine Lust zu fressen. Auf den Bob ist. Komm mir nicht so an. Starr. Du hast ja schon. Ja, ich vergesse die ganze Zeit. Du hast ja schon die Leuchtis. Schlafi. Ich
Ich will den Ziao mal nah haben. Da. Oh. Oh, oh, es ist mad. Es fliegt weg. Ziao so. I'm out, bitch. Ist halt ein Keck. Hey. Yo, what up? Wie die Instants sich alle verpissen, wenn du sie nur kurz ärgerst. Komm. Komm nix. Willst du Stress oder was? Hallo. Hier. Apfel. Geil. Oh. Entschuldigung angenommen. Wie viele Ebenen hat das hier? Kostur so. Oh nein, mein Speicher. Wenn ich gewusst hätte, dass das so lange geht, dieses Gebiet, hätte ich das nicht so gespammt. Irgendwie sehr lange im Vergleich zu den Haaren gefühlt. Pom, pom. Hat sich gefreut. Ah. Muss ja jetzt aufpassen, was ich schieße. Ach, verdammt, hätte ich wieder. Pflanze. Oh, nee. Oh. Das ist nur Sendlong. Smack-Bisa-Sam? Smack. Was ist das? Smack-Sam? Ich kann fotografieren, oder? Die Bären sind so creepy. Loturzel. Musst du bestimmt rauslocken. Ja, was draufwerfen. Hm. Kappadur ist auch drin. Oui. Kostur so. Was geht? Diese Pedobären. Mhm. Was sich Nintendo bei denen gedacht hat. Wahrscheinlich genau das. Bilder, 12 Pokémon, das wirkte wie 500. Wir hätten so viele verschiedene Posen schon. Ist so. Sie so Kids. Das ist voll die Abzucke hier. Ja, wusste ja nicht, dass es auf einmal mega die lange Ebene ist hier. Oh, Diamant direkt. Auch direkt Diamant. Kein Diamant. It's me, Keklion. It is I. Oh. Der leuchtet. Was? Das war nur ein Einsterner? Damn. Sieh so. Das ganz auf dem Bild bekommen wäre ja auch RIP. Hallo, Mr. Chaos. Hallo. Smacksam. Smacksam. Scheiß Bild war bei dir. Auch scheiß Bild war bei dir. Das? Ich hab doch einen von vorne. Da hat er wahrscheinlich gerade irgendwas gemacht. Nice Timing. Zwei Sterne.
Ui. Level 2. Aber viel EP bekommen. 40.000. Kampfsammler. Ja. Gibst du mir jetzt noch eine neue Ebene? Also, da, oder darf ich den Wald jetzt auch noch bei Nacht, wo, damit ich gar nichts mehr sehe? Oh Gott, Hilfe. So, hey, ich hab die Maschine jetzt mit einer Lampe ausgerüstet, sonst siehst du da nichts. Nebelscheinwerfer. Du musst mit Blitz fotografieren. Ich habe gehört, es gab wieder einen gewaltigen Energieanstieg, als du auf Erkundung warst. Oh? Los, Professor, erzähl uns davon. Also gut, hör zu. Im Wald habe ich einen beachtlichen Energieanstieg gemessen. Das war ohne Zweifel ein weiteres Lumina-Pokémon. Mir scheint, als gäbe es da einen Zusammenhang mit den Ruinen, die wir in der Nähe gesehen haben. Würdest du bitte dort dann aufbrechen, sobald du bereit bist? Ja, ja. Ist das der Lumina-Bereich? Dann will ich den auch noch sehen. Yes. Ah, nee, ich muss da jetzt bei Nacht hin, oder? Nee, Lumina-Zone. Ah, Lumina-Zone, ja, 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 okay, okay. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ranglisten, what? Let's go, ranked, Alter. Pokémon Snap ranked. Competitive Pokémon Snap. Was könnte es sein, Bisaflor? Direkt unter dir. Milo? Nee, doch. Da. Oh, das ist cool. Milotic. Milotic. Milotic ist hübsch. Milotic ist hübsch. Ah. So pretty. Ah, es muss an die Oberfläche für die Lumina-Kugel. Apfel? Oh, oh, oh nein! Oh. Nein, nicht! Meine Mama. Es leuchtet! Apfel gegen den Kopf geworfen. Ja, nimm mehr. Nimm mehr leuchtig Stuff. Oh. Ich will einen Apfel gegen den Kopf werfen. Gib mir einen Apfel! Wo ist es hin? Da hinten hin. Hinterm Baum. Ach da! Nee. Apfel. Die fallen direkt. Apfel. Getroffen, aber ich sehe es nicht mehr. Nimm doch den Apfel! Das war ein harter Bosskampf im Vergleich zum ersten. Ja, fucking Bossfights. Hat sie es abgewehrt? Nein, da war. Komm, ich mobb dich. Oh, lol. Oh, oh. Deck. Milotike Deck. Unter Wasser kann man sich treffen. Mit den Äpfeln vielleicht, aber nicht mit den Kugeln. Gerade ist abgeprallt. Oh, ach nee, wait. Das war der Schuss. Oh. Ja, ja, die Kugeln gehen nicht, aber die Äpfel fallen da ja runter. Wow. Nee. Nee. Joink. Kugel. Es leuchtet doch noch. Mehr Leuchtis! Macht das noch was anderes? Ich treffe es nicht mehr am Kopf. Können Sie ja noch was anderes? Problem ist, die Hitbox vorne muss ich treffen. Ja. Oh. Oh. Ah. Könntest du das nicht so schnell machen? Kannst du mir ein bisschen langsam? Mit okay, da musst du mit Geosensor spielen. Lucky, lucky. Ich treffe nicht. Nee. Wenn du damit einen Gyrosensor spielen würdest, wäre besser. Gyro. Gyrosensor. Der Gyrosensor.
Komm, ich habe jetzt meinen halben Film leer. Also jetzt rastest du aber auf. Hättest du vorhin mal machen können, als es wenigstens hübsch war. Wo ist es hin? Das ist da weitergeschwommen. Ah, da ist mein Ziel. Und wir sind mega langsam. Oh. Ich meine, wir könnten einfach da weiter dem Fluss folgen, aber ich... Oh, nee, da ist kein Weg mehr. Das ist unter Wasser durch irgendeinen Tunnel. Ich meine, wir können aber auch unter Wasser fahren. Wir können fahren. Auch unter Wasser fahren. Aber hey! Uns fragt ja keiner. Uns fragt ja keiner. Wenn du keinen Bock mehr hast, Professor, kannst du es ruhig sagen. Ich meine, du machst ja keine Arbeit. Du sagst ja nur, mach fort doch. Naja, er hat das Ding aufgewertet, damit wir unter Wasser fahren können. Halte ich für eine Lüge. Hat er gesagt. 4 Sterne. Vierer. Oh. Wahrscheinlich das. Das, I guess. Super. Easy. Easy dir. Hä? 500 Level jetzt ab. Instant 4 Sterne geholt. Guck mal, wir sind noch instant Level 2. Ich stand doch nicht bis zum Level 1. Ja. Das schönste aller Pokémon. Snap ist so chill. Dich kann nichts töten. Auf dieser Insel gab es wie erwartet auch ein Lumina-Pokémon. Ein weiterer Beweis dafür, dass die Vorkommnisse aus der Legende wirklich stattgefunden haben. Stimmt, aber was für eine Katastrophe war das, vor der die Pokémon damals Lentil bewahrt haben? Ich vermute, es war ein Meteorit. Der Telluria-Meteorit, um genau zu sein. Das Ganze soll vor etwa 2000 Jahren passiert sein. Ist doch Blut. Erdbeereis. Pudding. Die Legende besagt folgendes. Die Kraft der Lumina-Pokémon zerstreute sich und sorgte dafür, dass alle Pokémon zu leuchten begannen. Ergibt Sinn. Hast du das gerade zu dir selber gesagt? Allerdings habe ich eine andere Theorie. Ich denke, dass die Pokémon durch den Einfluss des Telluria-Meteoriten zu leuchten anfingen. Und besonders stark davon betroffen waren die Lumina-Pokémon. Du glaubst also, dass die Legende nicht stimmt? Irgendwie habe ich jetzt verpasst, was an der Legende anders war, als das, was er gesagt hat. Die Legende besagte, dass die Lumina-Pokémon alle anderen Pokémon zum Leuchten gebracht haben und dadurch durch den vor Meteoriten geschützt waren. Und er denkt, dass die Pokémon angefangen haben zu leuchten wegen dem Meteoriten. Ah. Okay. Um das herauszufinden, sind wir genau hier. Genau deshalb ist unsere Forschung so wichtig. Aber wo kamen dann die Lumina-Pokémon her? Ist das so ein Hühnchen-Ei-Ding? Hühnchen-Ei-Ding. Was war zuerst da? Das Leuchte-Pokémon? Ja, weil... Oder der Meteorit? Ja, weil wenn die das, wenn die vor dem Meteorit beschützt haben, dann müssen die ja vorher irgendwo hergekommen sein. Mhm. Oh. Ich meine, es hat ein Chumpy gemacht, aber... Der war viel zu schnell weg. So. Wink. Immer noch Aufträge, die ich nicht gesehen habe. Meine Fresse. Ah, da unten. Ja. Okay. Es ist so glücklich. Na, wie geht's mit der Forschung voran? Ich hatte da eine Idee. Ihr könnt mit dem Neomon zwar auf andere Inseln reisen, aber warum knipst ihr nicht auch mal hier Fotos? Dabei entdeckt ihr bestimmt ein paar neue Seiten an den Pokémon, die ihr immer hier seht. Evoli. Guck mal, jetzt können wir hier Fotos machen. Evoli. Evoli. Evo. Evo. Evoli. Evoli. Ach,
Jetzt fahren wir hier so oh rum. Oh mein Gott. Lol. Schläft. Nom. Nom Apfel. Was muss ich scannen? Man kann ein Schnarchen hören und im Boden scheint etwas zu sein. Da kam es raus? Oder war das was anderes? Ja, muss ich vielleicht nochmal vorbeifahren. Ja. Ich wollte. Eine Route! Aber muss ich gleich mal. Und Ratütox. Wieso spielt Evoli mit dem Müll? Lass Evoli doch mit dem Müll spielen. Ist so dead inside. Ja, es reagiert nicht. Pikachu. Apfel. Pika, Pika. Läuft Evoli weg. Das ist ein Mogelbaum. Nee, der Mogel. Vika, Vika! Ey. Ey. Ich bin nur ein ganz normaler Baum. Bist du nicht? Ich falle niemandem auf. Bei Dribis? Oh, nee, Wommels, genau. Wommels. Kilit. Kleine Babys. Oh. Apfel. Du willst. Ja. Wommel, don't give no shit. Ist klar. Was macht Pikachu? Was war das für ein Geräusch? Pikachu macht Geräusche. Oh. Ich bin Hasi. Ey. Yo. Ich treff's nicht. Oh. Komm mal raus. Schrobbel. Wie oft kann ich hier... Fahren wir jetzt für immer im Kreis? Was sind das eigentlich für viele kleine Häuschen da? Jetzt sind wir wieder am Anfang. Haben sie sich jetzt alle hier kleine Häuschen aufgebaut? Das hat Spaß gemacht. Hat es das? Das hat Spaß gemacht. Ich kriege jetzt auch Bewertungen hier. Ist das eine eigene Route? Ja. Ich will Bewertungen haben. Ich will Punkte. Ich will die aufleveln. Hier gibt's Evoli. Hier gibt's Evoli. Endlich. Aber immer noch kein Vulpix gesehen. Man müsste meinen, die Pokémon, die hier rumlaufen, müsste der Professor alle selbst schon fotografiert haben. Guck mal, jetzt seinen Fuß im Apfel. Ich muss sagen, Unratütox ist aber schon gut. Ob das jetzt eine Mülltüte ist oder nicht, es ist gut. Der leere Blick und die Zähnchen machen es halt. Ja. Findest du jetzt das Pupsen der Pikachu besser oder das? Ich meine, die Punkte sagen, das ist besser. Aber das Motiv ist schöner. Ich kannte den Baum noch nicht umdrehen. Ich vermute, ich kann auch irgendwann kriegen oder Pumpgun oder so, damit ich die Pokémon mal abschießen kann, damit die sich mal umdreht. Georock hat sich auch manchmal nicht umgedreht. Es gibt wirklich einen Vorsprung. 150.000! Dann muss es hier aber viele Secrets geben. Holy Guacamole. Jawohl, aber. Das ist aber
sauber. Oh, yeah. So. Oh, viele Punkte, viele Punkte. Eieieiei. Yoroshikane. 65 Aufträge. Bisback ist in der Regel sehr ruhig, aber manchmal rennt es ausgelassen im Kreis herum. Das musst du gesehen haben. Ein die Liebhaber Zoomies. Dunkler Orte. Die Zoomies. Hand auf die Wange. Ich habe gerade gesehen, wie Wommel eine wahnsinnig süße Pose gemacht hat. Ist das nicht... Das hat sie doch gemacht, als ich beworfen habe. Vor Meganias Freund hatte ich doch eigentlich abgegeben. Dachte ich auch. Komm doch das Evoli. Oder habe ich die... Hä, ich hatte das doch vorher schon. So, komm, eine Route machen wir noch. Oh, yeah, yeah. So, Lu, welche Route machen wir jetzt? Weiß nicht. Hier haben wir Stufe 2. Hier auch. Die haben wir schon auf Stufe 2 nochmal gemacht. Hier haben wir auch überall Stufe 2. Ich glaube, wir haben überall Stufe Hier ist sogar schon 3. Nochmal den rosa Strand machen. Den rosa Strand. Ja. Ein rosa seltener Strand. Anblick. Ich weiß nicht mehr, was hier Questies waren. Ach so, das sind Community-Bilder. Ja, nur das eine. Das von ja. Von dem unteren. Ja, die gut, die Bluebellas hatte ich ja eigentlich eh fotografiert, aber hat ja nicht gezählt, weil erst immer. Ja. Tschüss, Vanessa. Gute Nacht. Eine Intuition sagt mir, dass es etwas Neues zu entdecken gibt. Tut es das? Wow, das ist ja noch nie vorgekommen, dass wenn die Routen Level 2 waren, dass sich hier was verändert hat. Noch nie. Never. Wäre ja ganz was Neues. Kokowai. Scheint ist das sein Lieblingsplatz. Was bedeutet das? Ist das ein Hinweis? Ist da drei in einer Reihe. Eigentlich sollen da drei schlafen sogar. Hm. Das ist ein weibliches Pikachu. Knuffelkatschu. Pika! Ich kann leider noch nicht leuchten lassen. Mhm. Ich habe noch keine rosa Leuchtepower. Pika! Hast du da Ärger, dass Pikachu da die Coco weiß? Die winken wie so eine Queen. Die machen Hula-Dances. Gehen die jetzt wieder? Drehen. Oh nein, ein Apfel, zwei Bluebellas. One apple, two Bluebellas. Ach so, irgendwann fliegt die Möwe dran vorbei und dann wird er automatisch geweckt. Ah, okay. Mhm. Tschüss, Kokowai, hau rein. Tschüss. Dieses shady Pikachu. Oh, oh sneaky. Sneaky. Was hier für eine Goofer-Party? Ja. Hier. Oh. Apfelbounce. Hat jetzt irgendwie eine Quest, dass die ins Meer gehen. So, bestimmt. Neue Route. Muss die bestimmt Leuchtepowers Macho Mai. Haben. Was ist das? Ist das Artillerie-Mobben? Nee? Okay.
Meh. Es ist Lou morgens. Meh. Ich habe das Ziel im Fokus. Ist der Apfel jetzt despawned, weil du zu langsam warst, du langsames Vieh? Ich bin langsam drauf zu. Im Sand scheint was vergraben zu sein. Oh. Flunschig. Boxes. Okay, das war die andere Route. Raichu! Das ist kein Raichu, das ist doch Alola vom Raichu. Alola, Raichu! Surft auf dem Sand! Ist cool as fuck! Ist cool as fuck! Steh auf. Pikachu kann jetzt hier für immer fressen. Pikachu! Surf. Was macht das? Pikachu hat wieder geholfen. Ja, es hat wieder. Damn. So cool. So ein cooler Surferboy. Jetzt kann ich nochmal getroffen von vorne, weißt du? Diesmal haben wir wieder viele Pokémon zu Gesicht bekommen. Haben wir das? Naja, Alola Raichu war neu. Das stimmt. Elektro-Attacken Pikachu war, glaube ich, auch neu. Ja, die Elektro-Attacke hatten wir noch nicht. Ja. Oh. Es wird nicht genommen. Zu weit weg. Die Elektroattacke so. Okay, die hätte ich näher dran machen müssen. Hat er ja gerade auch gemacht. Viel näher dran. Ja. Das ist aber traurig. Das ist cool as fuck, weil er da hingefallen ist wegen dem Apfel. It's cool as fuck, though. Und dann so ein Bild. Das hat es mit dem Arsch nicht angeguckt. Hey, zwei Sterne. Ist halt zu cool für uns. Ja. Ja, dann nimm das doch. Ja, dann nimm das doch. Ja, unschlagbar. Ja, das ist halt. Best Timing war das. Best Timing. Oh, nice. Ich weiß nicht, was Shinakinda bedeutet. Schöne Arbeit? Weiß ich nicht. Privatstrand. Dillindindin. Aber die Kugel hier noch nicht. Ja. Wie krieg ich denn hier die Kugel? Das war anscheinend viel Arbeit, hat Yoshi gesagt. Ah, Yoshi definiert Arbeit halt anders. Wenn, normalerweise sagt er immer, ist alles easy. Weißt du? Also, ist das besorgniserregend. Ich hab da jetzt wohl die Blubella-Quest ab. Warte mal. Was ist mit den Blubs? Na ja wohl. Was ist mit den Blubberinos? Bitte lächeln. Die Scan-Funktion. Oh, es muss. Es darf nicht tanzen. Das, oh. Nicht tanzen. Ah. Scannies! Ah. Hast die Quest nicht richtig gelesen? Fang mich, kleiner 3. Das ist irgendwie creepy. Kinky. Pokémon Community ist so drei. Kinky. Mal gucken, was wir hier noch bei Level 3 abkriegen. Waren wir hier schon mal mit Level 3 drin? Ja, ne? Weiß nicht. Anderer Professor, was? Was? Oh. Da steht was mit anderer Professor. Aber ich habe nicht richtig gelesen. Weil ich abgelenkt war.
Was ist das Chimpap da oben? Außer Party. Ah. Bonk. Ist das, was ich als Quest fotografieren sollte? Ich war jetzt hier richtig nervig durch. Die Musik ist halt, die Melodie ist echt schlimm. Ich weiß, da hätten sie irgendwie was, ich weiß, irgendwas Angenehmeres machen können. Ah. Ist halt echt so ein Eismann oder so ein Schrottwagen. Eismann. Ich meine, das ist halt okay, wenn man es einmal kurz hört, aber nicht auf Dauer. Jetzt so ein Eismann-Eis, ey. Das wäre schon geil. Corona. Was hat das denn jetzt mit Corona zu tun? Gibt's nicht. Gibt's kein Eis mehr, nur weil Corona ist? Kein Eis mehr. Noch Eis. Eisband. Ja. Was? Wo? Oh. Achso. Ja. So rastest du so aus? Hey, Pichu. Ja, Pichu knuffig. Oh! Man muss auch mal ein trauriges Pichu fotografieren. Nein. Wo geht das hin? Ins Loch. Was ist das für eine Frage? Der Bidiza-Damm ist fertig. Achso. Fahren wir auch drüber. Ja, sind wir doch nicht schon 50 Mal drüber gefahren. Oh, Skaraborn. Bei Skaraborn sieht man das ja auch, dass sie weiblich sind. Hm. Die haben eine andere Dings. Ach, Carpador. Wo ist Garados? Hm? Ich glaube, im alten Snap konnte man einen Garados aus dir entwickeln. Hm? Aus dem Strudel. Stimmt. Bestimmt ein Garados. Die arme Eule, nur gemobbt. Hier kommt ein Waupel, das sie nervt. Essen die nicht Waupels? War da nicht was? Die da. Was mit Waupels? Vogel-Pokémon essen irgendwelche Käfer-Pokémon. Ich weiß nur nicht mehr, welche das waren. Escape. Ja, die drei machen gleich wieder Party hier. Es wird schon schwerer auf der Route, was Neues zu finden. Mhm. Oh, die dancen aber so ein bisschen. Das hat ein Blümchen. Oh, das hatte was. Das hier auch. Das hat auch Blümchen. Oh. Die haben Blümchen im Fell, weil sie im Blumenfeld sind und dann verhangen die dann sich die Blumen im Kopf. Hm. Sachen sind alle so schwer versteckt. Musst du genau wissen, was abgeht. Brillenblink. Nice Timing, 4 Sterne. 4 Sterne? Komplett. What? Ja, ja, klar. Achso, für die Bonks. Das waren die Bonks. 4 Sterne. Gold. Aber das ist besser. Aber das ist besser. Best Timing, weil er sich freut. Hacking Dodri. Im Molga einfach immer, egal wie du es fotografierst, Big Points. Pichu. Ja, einen Stern Pichu hatten wir noch nicht. Sehr gut. Hm.
Nice Timing, weil die getanzt haben. Das war, ach so, deswegen war das 4 Sterne. Tanzis. Level 4, nein, Spaß. So. Es ist Raichu. Möchtest du nochmal durchs Camp fahren? Sure. Also du? Nee. Du nicht? Ich will nicht arbeiten. Fahren wir nochmal durchs Camp. Du vorhin so, wann willst du aufhören? Jetzt frage ich sie durchs Camp und sie so, sure. Ja, ich bin wieder ein bisschen wacher geworden. Achso, du brauchst einfach nur länger zum Aufstehen. Ja, Mozi, langsam. Wie kriegt denn jetzt der Hund die Zoomies? Du musst die Zoomies fotografieren. Meinst du, du kriegst noch geileres Essen? Außer Äpfel? Ja. Weiß nicht. Den geileren Shit dahin werfen. Ich frag mich ja, wie ich. Ach ja. Anderer Weg! Laufen wir eigentlich oder fahren? Ich weiß. Wir laufen. Fahren wir hier mit einem kleinen Mobil da rum? Fragezeichen. Ist halt dann irgendwie schon lustig, wenn wir einfach laufen und nicht bremsen können. Hä? Oh, achso, wir sind jetzt drin. Bin drin. Den. Oh doch. Wusste ich nicht mehr, wie das heißt. Wo? Ach, da oben. Oh. Oh, wow. Ist schon weg? Ja. Oh. Pork! Ganz schockiert. Das arme Ding. Das war doch lustig. Einfach. Oh, der Den ist schockiert. Der Verbannte, der den Schützer ist, schockiert. Was ist mit diesen Dead Inside Evoli? Ich weiß, dass Evoli steht da nur so. Also so, hä? Was mache ich hier? Dann geh jetzt. Wo geht denn das dann hin? Pikachu? Ein Anfall, Andi, doch nicht. Pikachu! Okay, Pikachu! Ich hatte kurz Angst. Es hat einen Anfall. Es sah so aus. Buh! So. Was? Oh Gott. Was ist mit diesem Mogelbaum? Der chillt da und mogelt. Du musst irgendwas mit Wommel machen. Da hat es an die Wangen gepackt. Ich hab's nicht gesehen. Wo? So blaues Feuer machen. Komm mal raus da. Gib mir ein Foto, komm, wie du springst. Spring! Spring, du! Spring! Nur spring ich. Spring! Da ist gesprungen. Wenn das schon als Springen zählt. Ja. Was fiebst da? Hattest du deine Zoomies? Ja, ich weiß nicht, ob wir die verpasst haben. Ja, das sind nur Nomsies, keine Zoomies. Ich brauche einen Zuckerschock von den Äpfeln, damit du Zoomies kriegst. Pikachu war mein Highlight. Dann Anfall! Ja.
Alle Toggles. Oh gosh. Oh nein. Chill, Mauzi. Der Dad war auch gut. Wie empört ist auch, warum er danach weggegangen ist. Das ist ein schönes Foto. Die Beleuchtung ist auch gut. Das ist schön. Beste Timing? Weil es sitzt, weil es einen Sitz gemacht hat. Oh. Pikachu. Hello there. Oh nein. Es hat einen Anfall. Es sah aber auch so aus. Das war so, Das hat den Wurm gemacht. Das wollte ich nur mal kullern. Da musst du ganz schön oft so durchfahren, damit das mal Level 2 wird. Wir haben heute sehr viele falsche Dinge gesehen in Pokémon. Tote Bubungus. Bubungas. So viel Mord. Kaltblütiger Mord. Ein Anfall bei Pikachu. Wusstest du... Hä? Ja, das habe ich schon gemacht. Ja, aber da hatte ich die Aufgabe noch nicht. Ach, das ist echt doof. Ja. Oh, es läuft durch die Wohnung. Und Bisbug auch. Bestimmt bei Level 2. Ah, das hast du verpasst, wenn ich den Scan. Muss ich eigentlich jetzt nochmal rein. Was? Aus dem Labor, wenn du in letzter Zeit aufstehst, Elektrizität schiebst, schaffst du das den Täter auf frischer Tatsache. Ja, extrem mysteriös. Ja, ich hab nämlich einen Dieb mit einem Apfel beworfen. Deswegen war der auch so erbost darüber. Geh ich schon mal rein. Oh mein Gott. Hey, Bisbug, Mama Tapper. Hat so eine fucking Elektromaus und dann so, oh, ich weiß nicht, wer hier den Strom klaut. Ja, mit dem Apfel macht er keine Zoomies. Macht er nur. Aber er kriegt jetzt einmal Apfel, vielleicht macht er dann noch Zoomies. Was ist das hier? Das Pokémon habe ich da hinten auch gerade gesehen beim Hochfahren, aber es wurde mir nur als Fragezeichen angezeigt. Was könnte das denn? Das ist zu eng für Relaxo. Das da nicht rein. Ich denke auch. Mogelbaum steht da hin. Du Gauner. So, hab ich dich. Ist kein Gauner, ist ein Mogler. Ein Gauner. Der mogelt nur. Der Gauner hat mich. Guck da hinten. Aber jetzt. Ein Radfratz. Ich sehe es von hier. Radfratz? Ja, aber ich konnte es nicht fotografieren. So, die Ideen. So, die Ideen. Muss jetzt kurz hier. Kleiner Elektrodieb. Bodenbereich. So. Ich mag das Geräusch. Punk. Ah. Das war jetzt aber nicht sehr erfolgreich. Du fotografierst noch für die Punkte. Oh nein, die Mordwaffe ist zurück. Wir beobachten jetzt mal Bisbug. Mach mal Leuchtis. Oh. Kein Effekt. Das Evoli muss ihn Zoomies machen lassen. Was? Das Evoli war mit auf dem Feld. Ich meine, das Evoli chillt die ganze Zeit nur mit dem Müll. Und dann geht's. Guck. Es geht einfach. It's like I'm done with this shit now. Get your Zoomies. Der hat keine Zoomies. Ach, heute kein Anfall? Nee, heute chill. Du kriegst den Anfall nur, wenn du leuchtest. Aber es leuchtet doch. Ja, jetzt. Scheiß Baum. Es kriegt keine Zoomies. Vielleicht braucht es Level 2 für Zoomies. Tiefenentspannter Hund.
fotografiere noch die Wammels für die Punkte. Wir brauchen Punkte. Der muss doch mal Summis kriegen. Nein. Nur Summis. Repase. Summis. 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 Summis! Das sind die Pokémon, die hier leben. Die siehst du jeden Tag. Tretest du? Glaube ich nicht. Unnötig gespammt am Ende. Die Dänen hatten ein neues. Bestimmt ein Sterner, weil das andere ein zwei Sterner war. Aha. Toll. Der Rücken ist trotzdem besser. Das ist, weil er größer war. Wow. Wie kriegt Bissbuck seine Summis? Level 2. Bestimmt nur auf Level 2. Muss sie die Punkte grinden. Oh. Muss aber bessere Fotos machen, sonst wird das ja nichts. Ich habe ja auch gar nichts fotografiert quasi. Oh. Wir haben noch keinen Shiggy gesehen und das wundert mich. Das stimmt. Wir haben Glumanda, wir haben Kisasam. Kein Schicki. Kein Schicki. Kein Schicki. Dabei waren wir im Wasserland. Ich vermute, Schicki wird es hier geben in späteren Leveln oder so. Wow. Also Level 3 oder so. War ich hier schon Level 2 drin? Nee. Das ist noch ziemlich frisch in Level 2. Da war ich noch nicht drin. Ja. Und die ganzen Meerdinger waren wir auch noch nicht. Level 2. Aber das sind auch die unangenehmsten. Wieso? Ich mag die Wasserlevel nie. Was hast du gegen das Meer? Es ist so hübsch. Ja, es ist hübsch, aber ich mag... Was ist denn da los? Scheinuchse. Ich hab Niesis, aber der Niesi kommt nicht. Die Scheinuchse waren aber sehr empört jetzt. Ja, weil ich die mir im Apfel beworfen habe. Sehr empört. Oh. Der Verband der Scheinuchse ist empört. Warte mal. Ah, ihre Tür kam von hinten. Was ist das? Vogel. Fiaro. Was ist denn Fiaro? Feuerburp. So viel wusste ich jetzt auch vom Namen. Oh, Steine. Man muss... Theoretisch muss man noch einmal die Strecke rückwärts fahren. Also, you know? Wie rückwärts fahren? So, dass du sie... einfach nur nach hinten gucken fährst. Ach so. Ja. Du meinst ja. Es freut sich. Ja, leucht die Blumen. Das ist der Hit. Was passiert denn hier alles? Ich weiß nicht. Zu viel. Hier ist viel. Aber im Wasser ist ja auch viel. Ja, wir spielen auch schon fast 6 Stunden. Also ist anscheinend gut. Das ist anscheinend. Ich meine, es ist so ziemlich, wie ich das alte in Erinnerung habe. So. Ist halt ein gutes Chill-Game. Ist halt so ein cooles, so einfach
Entdeckspiel irgendwie. Ja, ohne dass die Leute es alle schon wissen oder einen spoilern. Ja. Komm mal, werd mal wach. Kein Bock. der gibt keine Shits. Wir fahren woanders lang, oder? Ja. Das da mit dem Wasser und Stuff hat man nicht. Ja, ich glaube, wenn man das alles halt sich raussucht oder so, ist es dann nicht mehr interessant. Es sei denn, man hängt irgendwo halt. Ein seltsames Signal aus dieser Richtung? Was geht hier ab? Ja, da ist irgendwas. Das ist auch voll das komische Loch. Was mir noch ein bisschen fehlt ist, so früher konntest du so ein Glutexo entwickeln lassen oder ein Glumanda. Echt? Ja, da hast du halt einen Glurak. Du musstest in der Map bestimmte Triggerpunkte machen, damit du am Ende einen Glurak hast. Und sowas vermisse ich noch. I don't remember. Da. Sie mal Party machen, wenn sie leuchten. Ich kenne auch irgendwie gefühlt ganz viele Pokémon nicht. So, Schneckmack ist goldene Edition, nee, das kenne ich noch. Kenn ich. Ja, die Feuerschnecke kenne ich. Quirtle kenne ich auch. Ja, Quirtle kenne ich auch. Der war nicht Gold, glaube ich, aber. Aber diese, die komischen Dino-Vögel am Anfang? Da die sind so relativ neu. Kenne ich nicht. Tangelos kenne ich zum Beispiel noch nicht. Oder kannte ich nicht. Wir sind wieder Ruin. Da, Feuerigel-Avatar. Tornupto, genau so hieß das. Feuerigel-Avatar. Wo ist denn Feuerigel? Der ist viel knuffiger als die Weiterentwicklung. Die mochte ich nie. Ich mochte immer nur Feuerigel. Fight mit die? Oh! Ach, Feuer! Das hast du verpasst. Gehen dahin, wo ich raus muss. Skandal! Die besetzen einfach den Ausgang. Was? Oh. Das ist ein gutes Aerodactyl-Futter. Der ist so derpy. Man sieht halt auch, was so die alten Pokémon sind. So Aerodactyl. Aerodactyl ist aber auch wirklich so basic, bitch. Beim Design von Aerodactyl war, das war so, ja. Ich lass mal einen folgen da. Ist das okay so? Nee, ist das in Ordnung? Verboten. Das kostet Geld. Nein, Spaß. Ja, mach ruhig. What the fuck? Ah, nee, so nicht. Das geht nicht hier. Nee, nee. Ist verboten. Ist verboten und 9500 Leute haben nicht drauf gehört bisher. Das kannst du nur machen, wenn du so ein richtiger Rebell bist. Guck mal, wie enttäuscht die sind. Shinux kennst du doch auch, oder? Ja. Fiaro kennst du auch. Ich weiß nicht, den habe ich nicht richtig gesehen. Das war XY, glaube ich sogar. Oder irgendwie eins davon. Ja, ich habe halt die immer so ein bisschen gespielt. Den konntest du nämlich, Fiaro war nämlich ein OP-Burp. Das war das erste gute Burp, den du am Anfang fangen konntest, weil das ein fucking Feuer-Burp wurde. Und wenn du den Feuerstarter nicht hattest, hattest du instant ein Feuer-Pokémon. Aber ich hatte den Feuerstarter und ich hatte damit zwei Feuer-Pokémon im Team. Was waren da die Starter? Ich glaube, die Katze. Jetzt gucke ich nach. Lokent Edition nur nach Startern. Naja, weil das ist das Einzige, worum ich mich kümmere. Und dann spiele ich ein bisschen und dann höre ich auf. sechste Spielgeneration. Hallo, Y, X und Y. Da war der Starter. Oh Gott. Weißt du, dass das legendäre voll hübsch war bei XY? Hier, die. V.
Froggy, Fuchsi und Igel. Ah, da hatte ich Fuchsi. Ja, da hatte ich den Feuerstarter. Ich hatte auch den Feuerstarter. Hattest du nicht den Frosch? Hatte ich Amphizel? Ich glaube, du hattest den Frosch, weil ich das den kann Fuchs sein. Hatte. Weil der das dann zu so einem Ninja-Frosch wurde. Sein Zungenschal. Nice Timing. Wie kein Blink-Blink im Stream, wo mein Name erscheint, das geht doch nicht. Nee, nö. Nee, nicht für Follows. Da musst du Geld liegen lassen. Das sagt sie. Ich hab das nicht gesagt. Was ich denn? Hätte das nicht gesagt. Nein, für Follows mache ich das nicht. Es gibt so viele Follow-Bots und richtig. Shit auf Twitch. Du darfst den Follow-Bots einfach keinen Spaß da lassen. Dann hören die irgendwann auf. Haben wir jetzt Insel Level 3 oder was, weil wir so abkassiert haben hier auf der Route? Na schon, 30.000. Blaue Lava. Ah, er hat Neuigkeiten. Es gibt was Neues. Gib mir neuen Shit. But wait. Ist dein Mikro ausgegangen? Ja. Ist dein Akku leer? Aber das geht gleichzeitig. Ja. Jetzt bist geht. Du wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin back. Da, 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 da. Irgendwie ist das zu laut. Das ist zu laut. Danke, Sora, für deinen Raid. Danke, Sora. Aber warum? Also, warum ist das so laut? Wo war der Raid? Ja, Stream Elements ist heute. Stream Elements hat keinen Bock heute. Gar keinen Bock heute, Stream Elements. Weil eigentlich ist das ja so. Das ist so. Aber nur nicht, dass Bene da steht, sondern Sora. Danke, Sora, für deinen Raid. Traurig. So, hast du schon gelesen? Nee. An so einem Ort Ruinen gibt. Wow! Diese Gebäude wurden einst von Menschenhand geschaffen, oder? Je mehr Bier sie trinkt, umso schlimmer wird die Stimme. Ist da etwa eine Korrelation? Davon gehe ich aus. Sie scheinen auch zu einem bestimmten Zweck errichtet worden zu sein. Und was das große Loch in der Wand angeht. Hallo Raiders. Meine Messungen darauf schließen, dass sich dort irgendwo ein Lumina-Pokémon befindet. Was wohl auf der anderen Seite ist? Es würde mich nicht überraschen, wenn sich dahinter ein Tunnel verbirgt, der zu einem weit entfernten Vulkan führt. Glaubst du etwa, dass er von einem Pokémon genutzt wird? Jetzt macht es extra. Natürlich. Ich frage mich, um welches es sich hier handeln könnte. Das könnt ihr herausfinden, wenn ihr dort seid. Viel Glück bei der Erkundung. Die ganze Welt hasst Rita. All my homies hate Rita. Ich mag Rita. Ein geschickter Jäger. Toll, Piaro. Brr. Das habe ich gerade 50 Mal fotografiert. Ach, danke, Stream Elements. Danke. Auch mal da. Auch mal da. Stream Elements hat's geschafft. Stream Elements hat's gemerkt. So. Ab in die Lumina Zone. Lumina Zone. Was ist das? Magma vielleicht? Was könnte es noch sein?
Wenn das Signal aus der Lava kommt, kann das nur eins bedeuten. Oh, es ist die Feuermotte. Auch cool. Luke kennt's wieder nicht. Ich bin nicht sicher. Ich hab den Namen auch vergessen. Oh, es gibt mehrere. Oh. Ramov, genau. Glaub ich kenne die. Ich bin nicht sicher. Die Musik klingt zu einer Bossfight. Mhm. Also diesmal really. Muss ich fliegen? Muss ich jetzt steuern? Das wäre jetzt aber plötzliche Gameplay-Änderung. Oh. Wie es mich anstarrt. Sie starren sich an. Bei Pokémon Stadium damals, Chat. Wer kennt's noch? Pokémon Stadium auf dem N64. Sie starren sich an. Hatte ich nicht. Kenn ich nicht. Weiß ich nicht. Erlaub mir meine Mama nicht. Nee, wir hatten genau 3 N64-Spiele und das war's. Boah, die Wurfweite des Apfels reicht nicht mehr bis dahin. Die Musik ist so dramatisch. Ja, die ist so episch. Sie ist so. Ich such so die 3 HP-Leisten für den Boss. So. Pokémon ist ein Drecksgame gesuchtet ohne Ende. 2000 Hours. Shit Game, don't buy. Ja. Dreckspiel. Viel zu viel gespielt. Ha! Leuchtet. Aber leuchten beide davon. Die sind zu wuschig. Kam jedes Mal, wenn man überlegt, was man als nächstes einsetzt. Ist so. Sie starren sich an. Ja, eben. Pokémon Stadium war mega, weil du einfach deine Gameboy-Pokémon da drin hattest und das war cool. War das so? Ja, weil du konntest dein Team aus dem du hast extra ein Modul gehabt, das hinten in den Controller gesteckt wurde und in das kam dein Gameboy-Spiel rein. Und damit konntest du in-game dein Team benutzen, was du auf dem Gameboy hattest. Du konntest da auch so Vorgefertigte nehmen, von denen, die sind alle Level 100 gewesen, bla bla, das war ja lame, aber du wolltest ja dein Team. das war ein Apfel, das wollte ich nicht. Sie starren nicht immer so an, die fliegen so vor mir. Sie starren nicht an. Ja, ich habe das Gefühl, die wollen was machen, aber du tust nicht, was sie wollen, damit sie was tun, weißt du? Verstehst du? Ich hab... Oh, Gott. Oh. Der war jetzt nah. Wo ist denn der andere? Ich glaube, ich muss beide zum Leuchten bringen. Wo ist der andere? Dead. Ich glaube auch. Ist ins Licht geflogen. Er ist ins Licht geflogen. Oh nein. Da, leuchtet. Freut euch. Hm. Hallo? War es das? Oh. Das ist zwei? Nee. Das ist nur ein, da ist die andere Motte. Komm, leuchte du auch. Ah, du leuchtest, okay. Wo ist der andere hin? Der andere leuchtet schon. Ach. Macht was. Du hast Ding. Sind die beide weiblich oder sind die? Ja. Ich glaube, das kann nur weiblich sein. Goddammit. Die starren mich immer so an. Die starren dich an. Es ist, als ob die auf was warten würden. Ne? Ja! Du bist so, was soll ich tun? Ah! Ich krieg auch keine Instruction. Oh, das mochte es nicht. Das ist aus. Ich hab's ausgemacht. Das ist gelöscht. Noch anzünden? Oh. Muss ich das andere auch löschen? Was ist das andere? Ist weg. Das ist so traurig. Oh, shit.
Okay, ich hätte sie ausmachen müssen anscheinend. Aber ich habe schon öfter mit einem Apfel geworfen. Nie hat einer getroffen. Da hättest du mal mit einem treffen müssen. Da kannst du das Apfelwerfen üben, ja. Wo so ewig vor dir rumstehen und denkst so, guck mich nicht an. Es gibt keine Fotos, die ihr Professor zeigen könntest. Again. Oh nein! 500 Fotos gemacht. Nicht eins ist gut. Oh. Das ist so ein Bergfoto. Ja. Die kann ich dem nicht zeigen. Das ist zu peinlich. Oh Gott. Die hat sogar gesagt, dass du Äpfel reinwerfen sollst. Ich hab's aber auch, ich hab's auch nicht gelesen. Wenn ich es auf Englisch gehabt hätte, hätte ich es gehört. Natürlich. Oh, du kannst es hier noch nicht treffen. Nee. Ich hab ja auch nicht gesagt, dass du es auf Japanisch machen sollst. Das war deine Entscheidung. Ob hier jemand Eis kaufen will? Ja, ich. Gif Eis. Ich wünsche, man könnte schneller fahren irgendwie. Oh, getroffen. Man muss sie mehrmals treffen, oder was? Oder wenn sie leuchten. Ja, das ist weniger Feuer geworden, also ich nehme an, mehrmals. Dann habe ich die getroffen, aber nicht gecheckt. Ja, jetzt ist wieder mehr Feuer. Ich glaube, du musst die mehr, also recht zügig hintereinander treffen, vielleicht. Apfel. Wirf Apfel. Ich mach! Wirf Apfel! Deswegen bleiben die auch so lange vor einem stehen. Mhm. Da ist es. Und jetzt? Ja, jetzt fotografieren, oder? Und dann? Ich weiß doch nicht. Vielleicht musst du auch beide entfeuert haben und beide auf einem Bild. Da war's! Es hat Muster! Es hat Stuff gemacht. Okay. 50 Fotos. Hab sie! Nicht mit mir. Not again. Not again. Ja, wenn du jetzt aufstehen willst, musst du dich entkabeln. Ja, es wird ja jetzt genug Saft haben für ein Sekündchen. Oder? Slash down. Dass das nur so kurz hält. Wie kurz? Das hat 5 Stunden gehalten am Stück. Kurz. Zu kurz. Gib dir gleich kurz. Oh, sie machen Stuff. Sie wollen, dass das leuchtet. Warte, ich mach's das hübsch. Oh mein Gott. Oh, jetzt brennen sie wieder. Sie brennen wieder. Ach, falscher Knopf. Genau, bleib stehen. Jetzt machen wir dich hübsch. Komm her. Ja, aber kein Wunder, dass die so Bossfight-Musik haben, wenn die so richtig... Die haben ja richtige Mechanics. Ja, ist aber cool. Ja. Oh, come on, den hättest du da treffen können. Yeah.
wenn der getroffen hätte. Die Flügel sind so hübsch dann, wenn die leuchtig sind. Und jetzt kommt einer wieder. Hier leuchtet. Guck's dir an. Oh. Da ist Blümchen an Start. Guck, was da ist, voll das schöne Muster drin. Wo ist die andere? Wir sind so weg. Ich höre es noch flattern. Ja, ich wollte gerade sagen, ich höre noch die Flügel. Jetzt wird ja wohl ein Bild dabei sein. Braucht nur ein EP. Also wenn da jetzt kein Bild dabei war, dann weiß ich nicht. Aber das ist ja... Will der kein Bild von der Flammform? Wieso will der kein... Vier Sterne. Oh, guck mal, das sind die beiden zusammen. Jetzt rastet er aus. Ja, das ist das vier Sterne. Wieso will der denn kein Bild von der Flammenform? Für die Forschung. Weil Standard-Shit? Kennt man schon? Ja, aber du musst doch... Oh. Du musst doch den Vergleich haben. Und halt... Du kannst doch... Also, ich gehe davon aus, dass er die Fotos schon hat. Okay, das beruhigt mich. Atmen. Tief durchatmen. Ui. Neue Infos.